Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe gerade die Schlüssel für meine neue Wohnung bekommen. Ich stehe schon in der neuen Wohnung. Es war gerade die Übergabe vor wenigen Minuten. Ich habe jetzt überall erstmal Fenster angekippt und Rollos runtergemacht und werde euch jetzt meine neue Wohnung zeigen. So. Also, ich stehe jetzt hier vor der Eingangstür. Wenn man reinkommt, ich drehe erstmal die Kamera. Also, wenn man reinkommt, sieht man also allererst eine Tür zum kleinsten Raum der Wohnung, nämlich zur Abstellkammer, sehr spektakulär. Da befindet sich nämlich, ich habe sogar ein bisschen Licht, das Badezimmer. Hier wird die Waschmaschine stehen. Und hier muss ich mal irgendwie noch was aufhängen, Spiegel oder sowas. Dann haben wir halt Toilette und Dusche. Hier Duschwand und alles ist ganz neu. Und dann geht es nach hier noch weiter ins Kinderzimmer, also das Karlszimmer. Ein Blick ins Grüne. Genau, ist eigentlich genauso groß wie sein vorheriges Zimmer. Boden ist komplett neu, Laminat, deswegen ist hier auch übelst dreckig. Karl, zeig mal deine Fußsohle. Dreckerdüse. Genau, so sieht es hier nämlich aus. Wir müssen gleich mal durchwischen bzw. durchsaugen. Genau, hier ist die Eingangstür und hier kommt in den großen Hauptbereich der Wohnung. Wird hier so meine Schlafecke. Schlaf- und Arbeitsecke. Hier wird so Essbereich. Hier stelle ich eventuell noch eine kleine Gästecouch auf. Und hier ist die Küche. Ich finde den Boden total cool. Ich finde den total schön. Der ist jetzt mega dreckig. Die Küche hat auch eine sehr spannende Form. So 6, 8, was auch immer eckig. Genau. Und ich werde jetzt mit dem Karl anfangen, das Auto auszuräumen. Ihr habt ja schon gesehen, wie voll das Auto ist und ich gucke mal, ob ich jetzt noch einen näheren Parkplatz finde, als wo ich jetzt stehe. Ich habe ja auch einen Tiefgaragenstellplatz, allerdings traue ich mich gerade jetzt nicht alleine da reinzufahren, zumal das Auto gerade ultra tief ist, weil da so viel drin ist. Ich glaube, ich fahre das Auto erst rein, wenn es leer ist. Lange Rede, kurzer Sinn, wir gehen jetzt runter. Ich fange jetzt an auszuladen. Das wird ungefähr 10 Jahre dauern, weil ich so viel Zeug habe und jetzt aktuell gerade alleine mit Kai bin. Ich glaube, ich werde als erstes mal den Staubsauger holen. Hier ist es einfach nur schweinig dreckig. Ich glaube, ich muss hier erstmal durchwischen und sauber machen. Das Auto ist leer. Ich zeige euch jetzt, was ich hier hochgebracht habe. Ich bin 15 Mal gegangen, davon 10 Mal mit Karl im Tragetuch. Die anderen 5 Mal hatte ich jemanden, der auf den Karl aufgepasst hat, was sehr, sehr nett war. Ich habe mittlerweile fast die ganze Wohnung gestaubsaugt und 2 Räume schon durchgewischt und werde jetzt nachher dann zu Ikea fahren und bis dahin aber noch ein bisschen sauber machen, aber ich zeige jetzt erstmal, was ich alles jetzt hier hochgebracht habe. Okay, wir sind hier in der Abstellkammer, die ist jetzt schon gefüllt. So, hier sind auf jeden Fall schon mal 2 unscharfe Kisten. Hier auch noch Zeug. Hier sind Kisten, Karls Tisch und Spielzeug und sein Bett. Hier steht auch noch was. Und in der Küche haben wir hier noch einen Karton, Mikrowelle und so. Genau, und das hat alles in das Auto gepasst. Ich bin sehr begeistert davon. Wie gesagt, 15 Mal bin ich gegangen. Und ja, der Karl malt hier schön. Ich baue jetzt mal noch sein Bett auf, dann mache ich hier die Tür hinter mir sauber. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt hier so sieht. Die Türen sind so unfassbar dreckig. Das ist echt krass. Wir fahren jetzt einkaufen. Einmal zu Lidl und dann zu Ikea. Und bei Lidl gibt es einfach jetzt nur so ein paar Lebensmittel für die nächsten Tage, die man halt nicht irgendwie so richtig zubereiten muss. Also die Mikrowelle kann zwar Ofenfunktion auch, aber sonst habe ich halt nichts, um irgendwas zuzubereiten. Und bei Ikea hole ich, ja, ich zeige euch das dann einfach. Ich mache ein Ikea-Haul. Ich hoffe, dass es nicht so viel Zeug wird. Auf jeden Fall hole ich da zum Beispiel Geschirr und meine Matratze und sowas. Also, ich liege auf meiner neuen Matratze. Boah, ich sehe voll fertig aus. Ich bin auch fertig, aber nicht so fertig, wie ich dachte. Also, ich weiß nicht, wann ich es jetzt mal gefilmt habe. Ich glaube, ich habe im Ikea eine winzige Sequenz gefilmt. Da war aber der Wagen noch nicht so voll. Wir waren bei Ikea. Also Karl, eine Freundin, ihr Baby und ich.
und haben unter anderem diese Matratze hier geholt. Und die Matratze ist 1,60 breit und 2 Meter lang, vom Packmaß her. Und so, aber die war halt nicht 1,60, sondern 1,70. Das wusste ich vorher. Ich habe auch ausgemessen im Auto. Aber es war halt im Endeffekt wirklich eine Millimeter-Angelegenheit. Und ja, die Matratze wiegt halt ungefähr 1000 Kilo. Ich glaube 31,8 oder sowas, weil es halt so eine Federkernmatratze ist. Dafür ist sie aber extra hart und auch echt cool. Also ich finde die super. Und wie der Karl schon sagt, er möchte die Stühle aufbauen. Stühle auf? Ja, wir bauen gleich Stühle auf. Ich habe mir noch 2 Stühle gekauft, die sehr sperrig waren. Das war auch wieder so eine Sache, die dann da noch mit reinzukriegen. Wie versprochen, meine Matratze habe ich euch ja schon ein bisschen gezeigt. Die Stühle habt ihr einen beim Aufbau gesehen, der andere ist noch nicht aufgebaut, ist ein Teil hiervon, also ein Teil davon ist hier, seht ihr wahrscheinlich. Und hier vor mir steht jetzt ein Ikea-Beutel und ich muss dazu sagen, ich wollte schon immer so einen Ikea-Beutel haben und gerade jetzt für den Umzug ist es eigentlich echt praktisch, weil ich glaube ich noch übelst viele Sachen, Klamotten und sowas einfach in Beutel stopfen muss und deswegen habe ich mir für 50 Cent einen Ikea-Beutel gegönnt. So, das erste, das oberste, das finde ich besonders cool. Es war, ja, was heißt besonders teuer? Dafür, was es ist, ist nicht so teuer. Und zwar habe ich mir Besteck geholt. Und zwar ist er schwarz. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so richtig sieht. Eigentlich schon, ja. Ich würde es jetzt gerne auspacken. Das ist so matt, aber irgendwie trotzdem glänzend. Es fühlt sich übel schön an. Oh Gott, ich bin sehr begeistert. Also das war eine gute Investition. Es hat 50 Euro gekostet. Das ist geil, das ist wirklich, also das finde ich sehr schön. Muss ich morgen alles mal schön abspülen. So, dann habe ich einmal mir hier so ein paar Top-Handschuhe geholt. Das ist jetzt so ein grau-grün irgendwas. Ja, die sind sehr praktisch. Dann habe ich mir eine schwarze Spülbürste geholt. Ich habe noch keine Küche und ich habe auch noch keine Ahnung, was ich mir für eine Küche hole, ob eine gebrauchte oder was auch immer. Und ich habe auch noch keine Ahnung, wenn sie nicht gebraucht wird oder selbst wenn sie gebraucht sein wird, nach was für einer Farbe ich da gucke. Aber im Endeffekt passt eine schwarze Spülbürste überall zu. Dann habe ich mir 2 solche Lampen geholt. Die sehen jetzt echt gruselig aus ohne Dings, ohne Glühbirne. Aber jetzt auch ein Bild, wie sie mit Glühbirne aussieht. Dazu habe ich dann auch Birnen. Und dann kommen wir hier auch zu meinem Geschirr. Das ist so unfassbar süß. Das sind Espresso-Tassen. Ich habe 2 Stück mitgenommen. Eigentlich jetzt nicht so für ein Espresso, aber ja, kann ich dafür auch nehmen. Aber vor allem auch für den Karl, weil der gerne aus so kleinen Tassen trinkt. Und wenn er dann passend zu dem Geschirr halt auch noch so kleine Tassen hat, ich glaube, das findet er echt cool. Hier sind auch nochmal Birnen. Und zu den Espresso-Tassen, da muss ich gleich mal gucken, da gehören nämlich noch kleine Unterteller dazu. Das hier sind die kleinen Unterteller, also ich habe wie gesagt 2 Stück. Das gibt es auch nur so als Set zu kaufen. Dann habe ich mir hier noch 4 Müsli-Schüsseln geholt. Das Geschirrset an sich ist für 6 Personen, aber ich brauche keine 6 Müsli-Schüsseln, wirklich nicht. Aber 4 finde ich irgendwie eine coole Zahl und dann noch 2 Espresso-Tassen. Genau, das passt soweit. Dann habe ich mir solche Gefrierdosen geholt. Das ist ein Dreierpack, die man auch als Brotbüchse verwenden kann. Dann habe ich mir noch ein Spannbettlaken geholt, in ein dunkles halt. Ich habe ein hellrosanes hier schon gekauft. Das ist auch schon gewaschen, das werde ich nachher auf die Matratze drauf machen. Und hier habe ich jetzt halt das dunkle. Und ja, Klobürste. Das ist das hier. Da sind 6 Frühstücksteller, 6 tiefe Teller. Und 6 große flache Teller. Wir haben einige Zeit später, ich habe jetzt das Badezimmer geputzt und schon einiges eingeräumt. Also den Waschbeckenunterschrank habe ich komplett sauber gemacht, innen wie außen, oben drauf und alles. Und hier habe ich jetzt so eine Ecke gemacht, also ich habe hier erstmal so für mein Schminkzeug alles hingestellt. Hier sind meine Wattepads drin. Für das Klopapier und so, da werde ich nochmal irgendwie eine schöne Art und Weise finden, um das da unterzubringen. Auf jeden Fall habe ich hier halt sauber gemacht. Das habe ich sauber gemacht. Toilette habe ich nochmal geputzt. Jetzt muss ich noch das Wohn-, Schlaf-, Ess-, alles Zimmer wischen, damit ich meine Matratze wieder hinlegen kann. Werde dann mein Bett beziehen, muss erstmal mein Bettlaken suchen, also das, was ich schon hatte, was ich auch schon gewaschen habe und alles. Und dann ja, werde ich auch nicht mehr allzu viel machen. Ich weiß gar nicht, wie spät es ist. Ich bin hier die ganze Zeit in diesem Bad.
ich habe hier keine Uhr, kein Nichts, kein gar nichts. Stimmt das auch noch? Also ich habe nirgendwo eine Uhr oder so. Was aber eigentlich ganz gut ist, weil nirgendwo tickt das dann. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe die erste Nacht in meiner neuen Wohnung verbracht. Es ist noch ziemlich früh. Der Karl schläft also noch. Ich lag jetzt auch einfach nur ein Stück rum. Ich habe nämlich heute früh, als ich da auf mein Handy geguckt habe, hatte ich eine Meldung, dass ich meinen WLAN-Router da heute Nacht selbstständig aktiviert hat und ich nur noch was eingeben musste, so einen Sicherheitscode. Das habe ich gemacht und jetzt habe ich WLAN, obwohl ich es erst ab morgen sozusagen, obwohl es eigentlich erst ab morgen so gedacht war. Morgen ist der erste. Aber okay, kein Problem. Jedenfalls habe ich jetzt einfach ein bisschen im Bett entspannen. Ich habe, muss ich sagen, echt gut geschlafen. Ich bin ein, zwei Mal wach geworden, weil, also ich bin mir nicht sicher warum. Es kann sein, dass halt von Geräuschen draußen kam, weil ich hier, wie gesagt, hier die Fenster übelst offen hatte und so. Aber hier an sich im Haus ist es sehr, sehr ruhig. Ich wohne aber auch ganz oben, ganz hinten in der letzten Ecke. Also von daher auch nicht mit direkter Nähe irgendwie zum Fahrstuhl, dass das man das hört, wenn der fährt oder so. Genau. Guck mal, was ich jetzt noch mache, während der Karl noch so schläft. Ich hoffe, er schläft noch ein Stück. Vielleicht fange ich schon an mit Ausmessen oder sowas. Sonst will er mir nachher mal den Zollstock wegnehmen. Mal schauen. Jedenfalls, ist die erste Nacht hier in der neuen Wohnung. Also war super. Karl ist auch. Ich habe ihn in sein Bett gelegt. Er ist direkt eingepennt. Er hatte überhaupt keine Probleme mit der neuen Umgebung oder irgendwas. Also es war super entspannt. Dann beende ich dieses Video an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war ein kleines bisschen chaotisch und der Umzug ist ja noch nicht fertig. Ich werde nächste Woche nochmal eine Runde Umzug fahren sozusagen und was auch immer ich dann vorher da noch mache. Am Sonntag bekomme ich auch Möbel noch und so. Also ich nehme da auf jeden Fall wieder die Kamera mit beim Teil 2 von wer weiß, also planmäßig, meiner Meinung nach, wären es 4 Teile, da ich aber absolut nicht einschätzen kann und generell nicht schätzen kann, was wir auch gestern bei der Matratze gemerkt haben, als wir die versucht haben, ins Auto zu kriegen. Also aufgrund dessen kann es sein, dass ich nochmal fahren müsste, was ich eigentlich nicht hoffe, aber ich sage mal so, Teil 1 von 4, also ein Viertel vom Umzug haben wir jetzt schon geschafft. Allerdings ist ja jetzt auch nicht allzu viel eingeräumt, sondern erstmal alles nur hochgetragen, weil es ja noch nichts einzuräumen richtig gibt. Und selbst wenn dann Teil 4 von 4 geschafft ist, muss ich mir wahrscheinlich trotzdem noch ein paar Möbel bestellen oder kaufen, weil ich dann erst sehe, hier fehlt noch dies, da fehlt noch das, habe ich genug Schränke, habe ich nicht und sowas. Ja, und die Küche fehlt sowieso noch, aber das ist ein ganz anderes Thema, das gehen wir jetzt gar nicht an. Dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Ich verlinke das letzte Video unten drunter. Ich verlinke auch meinen Instagram unten drunter, also meinen privaten Instagram. Genau. Und ansonsten, falls ich noch irgendwas gesagt habe, was ich in dem Video verlinke, hoffe ich, dass ich beim Schnitt mir das dann aufschreibe und das dann auch noch drunter verlinke. Dann bis zum nächsten Video.